Jugendtrainiert ist cool, yeah! Auch in Baden-Württemberg. Seit 1969 ist der größte Schulsportwettbewerb der Welt hier schon am Start. Mehr als 120.000 Kinder nehmen jedes Jahr teil in knapp 11.500 Mannschaften. Und egal ob beim Hockey oder Golf, das große Ziel aller Teams ist das Bundesfinale in Berlin. Jugendtrainiert ist ein mega cooler Wettbewerb, weil man einfach mit so vielen verschiedenen Schülern von so vielen verschiedenen Bundesländern zusammenkommt und dann auch in Berlin mit den ganzen anderen Sportarten. Das hat nochmal einen ganz besonderen Flair. Berlin ist das Mekka der Schulsportstars bei den Bundesfinals im Frühjahr und Herbst. Im Winter wechseln sich Nesselwang und Schonach jährlich ab. Hier im baden-württembergischen Wintersportparadies sind es wie Hans-Jörg Jeckle die Olympiastars von gestern, die den Stars von morgen die Ehre erweisen. Ich finde Jugendtrainiert einfach spitze, weil es einfach fester Bestandteil ist, unseren Nachwuchs zu fördern und einfach der Aufbau hier beginnt und vielleicht bei Olympiade dann für die Jungs und Mädels vielleicht auch. Beim Winterfinale heißen die Disziplinen Skilanglauf, Skispringen und Skialpin. Wie seid ihr? Bei Jugendtrainiert werden die Talente in den Schulen gefordert und gefördert. Wir schauen auch beim Wintersporttag, schauen wir uns die Kinder an, haben dann meistens auch was aufgebaut und versuchen so die Fünftklässler heranzuführen, hier ja bis Gasse 7 in etwa. Und so bauen wir jedes Jahr neue ein und da findet man schon immer wieder das ein oder andere neue Talent. Talente werden auch beim Frühjahrs- und Herbstfinale gefunden, in insgesamt 16 olympischen und 6 paralympischen Disziplinen. Besonders erfolgreich sind die Goalballer aus Baden-Württemberg. Zweimal holten sie bereits Gold. Ich freue mich darüber, dass man einfach sich mit den anderen Schulen aus ganz Deutschland messen kann und dann auch am Ende vielleicht ganz oben auf dem Siegertreppchen steht. Für die Schulen hat Jugendtrainiert einen noch größeren Wert als Sieg oder Niederlage. Ich denke, ein Wettbewerb ist für alle Kinder und Jugendliche wichtig, die sich gerne messen wollen oder die für sich einen persönlichen Ansporn wünschen. Und es ist ein Ziel, auf was wir trainieren können und hat jetzt in Bezug auf unsere Schule auch ganz viel mit der Schulentwicklung gemacht. Jugendtrainiert ist mehr als nur der größte Schulsportwettbewerb der Welt. Jugendtrainiert ist einer der besten Botschafter überhaupt, den man sich dafür wünschen kann, weil das trägt den Sport und den Gemeinsinn und alles das, was den Sport ausmacht, in die Schule und in die Schulgemeinschaft hinein, wie es keine andere Veranstaltung kann. Und das hat eine außerordentlich große Identifikationswirkung für den Sport, für die Schule, aber auch für das Land. Baden-Württemberg steht hinter Jugendtrainiert als fester Bestandteil im Schulsport und um Kindern den Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Baden-Württemberg war schon immer Partner bei Jugendtrainiert und es wird auch in Zukunft so bleiben. Und ich freue mich, dass auch viele junge Menschen daran Freude haben und dieses Angebot mit großem Engagement, mit großem Erlauben auch wahrnehmen. Baden-Württemberg ist ein großer Fan von Jugendtrainiert.